So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Hä? Was denn? Nur der Akku ist grün und voll. Der war doch vorhin gelb und fast leer. Jo. Jetzt ist er plötzlich voll. Verstehe ich nicht. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir waren nämlich im Philips und da habe ich sie entdeckt. Die zwei mega Plörren, guck dir das an. Das ist das Thumbnail und ich habe gedacht, mich hat dieses Bild von dieser Waldmeister-Brause an Philippone erinnert. Den Philippone, den werden viele von euch gar nicht mehr kennen. Da ist ein richtiger Waldmann dran, Waldmannsheil. Guck, Philippone mit der Axt und der Mütze, das ist richtig stark. Eine Waldmeister-Brause, pfannfrei, 3,05 Liter. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne Flaschen, da steht immer 3001 Milliliter, aber das sind ja 3005. Ist mir auf jeden Fall ins Auge gestochen, hat glaube ich 1,11 Euro gekostet. Die ganze Plörre, und ihr wisst, das ist Plörre. 5 Liter Kanister Plörre, 10 Liter Kanister Plörre, 3 Liter auch immer noch Plörre. Mama hat gesagt, das hat bestimmt mega viel Zucker. Jetzt haben wir gesehen, was ich vorher nicht wusste, 0 Gramm Zucker. Schmeckt also noch schlimmer, denn das ist ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Waldmeistergeschmack und Süßungsmitteln. Und ich kriege immer extrem Sodbrennen von Süßungsmitteln, deswegen freue ich mich besonders. Wir haben hier den Waldmeister, die grüne Edition. Richtig cool, richtig stark. Ich dachte, im Video sieht das gut aus, wenn man so eine fette Flasche hat. Und wir haben natürlich auch die Himbeerfee. Denn es gab natürlich auch hier diese rötliche Edition, auch ein richtiger Plörre-Kanister mit einer holden Maid drauf, mit einer jungen Dame. Hier an der Ecke sitzt Hannes rum, der ist einfach halt da und ich will das kurz testen. Vielleicht kann er ja mal probieren, weil Hannes ist das Süßmittelexperte, Süßungsmittelexperte, ich nicht. Ich tue das jetzt nochmal reinhalten, weil ich mir unsicher bin, ob das schon gepasst hat. Hier, jetzt haben wir das Thumbnail. Ich werde die einzeln probieren und dann werde ich beide zusammen mischen und aus diesem Glas ziehen. Dafür machen wir das jetzt erstmal auf. Wir fangen mit Himbeer an, weil das ist ja das Frauengetränk. Mit der Dame drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, einfach auf, wird schon gehen. T-Shirt kann man waschen, guckt völlig umsonst. Ist gar nichts passiert. Darf man natürlich jetzt nicht zu viel einschenken, man will ja nachher noch das ganze Glas trinken. Jetzt also so bisschen Himbeerplörre. Wir brauchen das nämlich auch noch. Wir wollen ja noch die Himbeermaß kreieren. Wir wollen die Waldmeistermaß kreieren. Damit wir wissen, was auf uns zukommt, probieren wir es jetzt mal in diesem Glas. Das sieht gut aus. Schön rosa, schön klar, es perlt schön. Aber auf der Kamera sieht es gar nicht so krass aus, wie es eigentlich hier aussieht. Was sagt ihr dazu? Farbe gefällt? Riecht sehr himbeerig. Hannes, ich probiere kurz. Du darfst den Rest trinken und dann mal gucken, wie es schmeckt. Hier, Hannes, für dich. Nimm einen Hieb. So, und? Du Gönnergy-Experte. Nicht so süß. Aha. Leicht im aromischen, leicht aromatisch. Aromatisch. Ja, und geht gut runter. Ich muss sagen, das ist jetzt leider nicht gekühlt. Das steht die ganze Zeit so in der Badwarenwohnung. Ich habe jetzt gedacht, das ist wirklich bestimmt total eklig und total billig. Aber ich finde, es hat eine leichte Himbeernote und es hat irgendwie einen doch wässrigen Abgang, sodass es nicht wie bei Gönnergy zum Beispiel, man muss immer wieder dieses Beispiel nehmen, extrem dieses Süße durchkommt von dem Süßungsmittel. Da steht Süßungsmittel drauf, aber du merkst das nicht so extrem. Da wurde einfach wohl mit weniger gearbeitet. Vielleicht ist das schon der ganze Grund. Süßungsmittel in leichter Dosierung ist gar nicht so schlimm und deswegen muss man sich da gar nicht abschrecken lassen. Wenn das jetzt gekühlt wäre, wie ein schönes kaltes Wasser, nur mit einer leichten Himbeernote, kann das wahrscheinlich völlig genial sein. Also ich bin überrascht. Ich dachte, das kann nichts. Jetzt war es eigentlich voll in Ordnung. Das extrem Süße blieb aus. Es schmeckt einfach leicht himbeerig und hat einen wässrigen Abgang, den du ja bei guten Temperaturen
natürlich, oppa, geschmacklich noch verbessert. Warum ist das denn so? Ich habe doch gar nichts gemacht. Dieser Blöde, als ob ich hier Fußball mitgespielt hätte oder so. Probieren wir das Gleiche nochmal bei Waldmeister. Ob wir hier den gleichen Effekt haben. Ich sage, auf Waldmeister habe ich mich natürlich mehr gefreut, weil Waldmeister ist halt einfach der bosshafte Geschmack. Und das hat einfach diese schöne grüne Farbe. Pfeffi-Liebhaber kennen sich da aus. Das ist jetzt hier alles voll. Schön hier abgedingst mit dem T-Shirt. So, das kann dann in die Wäsche, das ist grün. Jetzt seht ihr das, wie das ausschaut. Sieht aus wie das Rosa, ne? Nur in grün. Also es hat die gleiche Farbstärke. Hätte es sein können, das Grün ist sehr hell, aber das Grün ist sehr kräftig, so wie das andere sehr rosa kräftig war. Finde ich gut, sieht gut aus. Riecht aber irgendwie gerade gar nicht nach Waldmeister, finde ich, sondern eher nach Mufflon. Mufflon mit Waldmeister gemischt. Okay, probieren wir das mal. Jetzt zum Süßmittelexperten Hannes. Das kommt mir irgendwie so vor wie Ahoi-Brause. Ahoi? Ja, Ahoi-Brause. A steht für eine und dann bleibt nur noch Heubrause übrig. Kennt ihr Heubrause? Es gibt ja Heumilch, es gibt auch Heubrause. Der Waldmeistergeschmack kommt definitiv raus, aber ist auch wieder nicht zu süß. Das ist ideal. Hannes sagt, es ist ideal. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mit mehr Waldmeistergeschmack gerechnet, weil die meisten Waldmeister-Sachen sind halt so extrem übertrieben, sirupartig schon fast schon übertrieben, wo das richtig heftig ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Waldmeister-Geschmack gewünscht, aber die Himbeer war ganz zart vorhin da und jetzt ist der Waldmeister halt eben auch ganz zart da. Da ist mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig, da hätte ich mehr erwartet. Gekühlt, bestimmt angenehm, du hast ja den Geschmack da, aber ich brauche mehr davon. Süß. Passt auch wieder, es ist nicht zu süß, es ist trotzdem irgendwie im Abgang, passt das, kann man so trinken. So, achso ja, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich muss ja eigentlich für das Ende vom Video, muss ich ja eigentlich beide zusammenmischen. Was kommt da für eine Farbe raus, Hannes? Mal grün und rosa Violett. Mischt. Ja, eigentlich ist der Bauch ist doch dick. Das heißt, im Bauch ist schon viel mehr drin, wie dann oben noch drauf geht und dazu. Jetzt habe ich also viel mehr. Muss den Schlückchen abtrinken. Habe ich viel mehr das drin, als das, wo das Grüne noch reingehen kann, tut. Und dann, naja, gut. Mensch, Ramses, deine Aussprache immer. Man sagt nicht tut. Ja, tut man nicht tut sagen oder was tut. Grüße an den Fanchat, da tut es auch öfters mal. Es wird halt einfach braun. Hey, so stellt man also Cola her, einfach Waldmeister und Himbeer mischen, dann habt ihr Cola gesurft, 6010 Liter, Milliliter, ja, guckt euch das an, das ist eine zarte, leichte Cola-Note, guckst hier rein, denkst so, das ist Bernstein, guckst du weiter rein, siehst gar nichts mehr. Ja, das müssen wir jetzt trinken, dann würde ich sagen, das war's von meiner. Also willst du mal ganz kurz nippen? Herr Federmann, Frau von und zu. Das ist gut, der Hannes kann das trinken, weil es ist ja ohne Zucker. Deswegen. Das schmeckt einfach nach Ahoi-Brause. Schmeckt nach Ahoi-Brause. Gut, mag ich nicht. Ich mag sowieso nichts. Wenn ihr auch nichts mögt, schreibt es mal rein. Hater for life. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Können die nicht 5 Sekunden warten mit ihrem blöden Kaffee, da müssen die natürlich extra noch mal rein und sagen, ey, mein Kaffee, ich trink's doch gerade aus, ich trink's doch gerade. Irgendwie habe ich jetzt gar keinen Geschmack mehr gehabt. Ich habe jetzt nur noch Schaum im Mund gehabt und das war's. Also, da habe ich schon Besseres getrunken, wenn es zusammenmischt. Ich glaube, das müsst ihr so genießen, denn jetzt merke ich trotzdem schon wieder, oh, Sodbrennen, Süßungsmittel, alles.
Wenn ihr Plörre trinkt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Kauft ihr euch sowas regelmäßig? Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Und danke, Muttertier. Gleich gibt's Kaffee für dich.